Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. So, heute ein kleiner Wettkampf zum Zusammenbau dieses Trucks im Dynamo-Style. Wir drei gegeneinander. Ich hoffe, dass die anderen sich ein bisschen mehr als ich mich selbst blamiere. Ich will zeigen, dass ich früher viel mit Systembausteinen gebaut habe. Ich möchte nicht Letzter werden. Du hast es? Ja. Gutes Ziel. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei. Okay, wir brauchen nochmal ein Messer. Ja. Oder Gewalt. Es sieht nicht nach einer Anleitung aus. Karton braucht ja keiner mehr, oder? Mit Stickern. Yes, du. Ist auf jeden Fall eine Bauanleitung mit drin, Harti. Also können wir uns nicht blamieren oder es wird doch was zum Blamieren? Ja. Digga, ich blick jetzt schon nicht mehr durch. Welche Tüte machen wir hier auf? Das sieht aus wie am Ende. Scheiße. Oh mein Gott, wie das. Scheiße. Was ist los denn hier? Jetzt schon mal falsch gebaut, oder was? Mit dem ersten Teil? Jungs, will ich nicht nervös machen, aber das Ding steht gleich. Einen Tipp geben kann ich, glaube, wir können gleich alle Tüten aufreißen und zusammenkippen. Das ist nicht irgendwie der Reihenfolge nach. Ich lass mich überhaupt nicht ablenken hier. Ich bin voll drin. Konzentrier dich mal. Hintere Reihe da. Das war schon immer deine größte Stärke. Merke ich ja auch immer wieder. Ist ja richtig bitter, wenn du jetzt hier am Anfang was falsch machst. Ne? Ja. Ich finde diesen einen Baustein nicht. Ja, ich finde auch. Ist der bei dir drin? Ja, der ist bei mir drin. Mal gucken, ich hab den doppelt. Gibt's hier auch Ersatzteile? Oh, der ist ein Ding. Ach du Scheiße. Wenn sie, soll ich dir helfen? Gerne. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nee, ich habe nichts falsch gemacht. Hast du überhaupt schon angefangen? Ich? Ich habe schon einen Fehler gemacht. Danke, Martin, dass du mich nochmal erinnert hast. Siehst du? Ich achte hier ganz genau drauf, aber ich finde diesen Baustein nicht. Welchen denn? Diesen zwei. Ah, hier ist er versteckt. Komm mal her, mein Guter. Ich finde. Zack. Jetzt habe ich es nämlich. Und das war das wichtigste Teil. Das war eine entscheidende Phase für mich jetzt. Aber jetzt. Ehrlich? Jetzt läuft, meinst du? Eins, zwei. Zwei nach unten mit dem Stecker. Dritte Reihe, so. Ach du Scheiße! Ja! Oh, ich dachte runtergefallen. Ist runtergefallen? Na, ich habe mal kurz ein bisschen zu viel Gewalt angewendet. Eieiei. Zack. So, jetzt dachte ich, ich bin schon hier 4 Meter vor euch und jetzt. Ja, jetzt Spaß von vorne. Servus. So, also ich blätter da mal um, ja? Bist du schon so weit? Ja, wer weiß. Die Frage ist, ob ich richtig bin. Ich will dich nur ein bisschen unter Druck setzen. Ich blätter auch gleich um, wenn's. Wenz, was ist los? Nee, ich finde ganz einen Teil nicht, da komme ich nicht voran. Ich blätter mal um. Mensch. Harti, wie sieht's denn aus? Gleich fertig. Alter, was ist denn mit dir?
ruhig bleiben, Brauner. Aber ich muss sagen... Ist deine Tochter schon so weit, dass sie mit Lego spielt oder noch nicht? Mhm. Doch, ab und zu. Irgendwie... Ich finde dieses eine Teil immer noch nicht. Welches suchst du nur? Sag mal. Das hier. Das sind zwei kleine, ne? Ja. Das sind zwei kleine gelbe. Ich weiß nicht, ob ich dumm bin. Ist drunter vielleicht irgendwo? Aha. Der ist echt fies, ne? Mhm. Bitte. Sechs Steine. Hast du die schon irgendwo dran gebaut? Nein. Nein. Du bist ein Honk, ehrlich. Meine Fresse. Also die Tüte nicht auf. Einfach eine Tüte da liegen. Sorry, Männer, mein Fehler. Das ist richtig schlecht, ey. Die auf meiner Kappe. Zwei kleine gelbe, zwei Punkte. Das hatte ich da vor uns hier in der Hand, glaube ich. Ja, jetzt blätter ich auch um. Geil, Junge. Hör auf. Bist du verrückt? Stell dir vor, ich blätter nochmal um. Vor allem ist das ganz fies, ne? Zwischen denen hier, diesen Riesenteilen. Den flachen, oder? Siehst du das auch so? Ja, perfekt. Zack. Boah, ich den Pullover ausziehen, mir wird warm, ey. Ja, die, du hast wirklich... Was hast du? Du hast wirklich zu viel mit Baustein gespielt. Tja. Marv, wie weit bist du? Ich bin gleich fertig. Ja. 1, in der Ruhe liegt die Kraft. So, zwei davon brauche ich. Zwei davon. Wie setze ich die hin? Mit vier Steine. Vier Steine sind hier drauf. Ist das so hoch? Ey, das ist schon wirklich fies, muss ich sagen, mit diesen Höhen. Ich mach's einfach. Zack. Hier auch vier. Wollen wir tauschen? Was? Wollen wir Plätze tauschen? Sag mal so, ich kann dir jetzt meins geben, kannst weiterbauen. Ich krieg dich trotzdem noch. Irgendwas komisches mit diesen. Jetzt ist schon wieder was hier. Hier fällt mir gleich wieder alles auseinander. Das gefällt mir gar nicht. Na, hier ist es. Schau mal. Das ist nämlich die Tür. Hast du die Tür auch schon drin? Mhm. Da. Wo habe ich denn die jetzt weggegriffen? Hat der gesagt, der fährt gleich los, Junge. Nächst kommt die Hupe, die ich einbaue. Miep, miep. Zack, jetzt brauche ich einen Dreier. Zack, Dreierbaustein. Noch ein Dreierbaustein. Perfekt. Ey, du hast einfach schon die Motorhaube fertig, oder was? Also hier die Stoßstange? Ja. Perfekt. Läuft, ne? Perfekt. Ja, das wird jetzt witzig. Aber Marv, dein Ziel ist immer noch zum Greifen nah. Ja, ich will ja nicht. Gibt einen, der einmal nicht. Gibt ja einen, der ist noch blinder. So, Jungs. Scheibe drauf. Mhm. Sechs davon brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Das ist ja geisteskrank, das abfangen. 4 davon, 1, 2, 3, 4. Ich melde euch dann beim Trainer ab, ja? Eine lange noch, ich brauche nicht mehr so lange, ich bin gleich fertig. Das ist die Stoßstange. Marv, wo bist du denn jetzt? Ich bin auf Seite 5 schon. Marv hat hinten angefangen. Ich baue den andersrum.
war schon immer deine Stärke, nicht im Strom mitzuschwimmen. Ja. So. Gehen wir es mal an, oder? Klein nach außen. Was machst du eigentlich, wenn am Ende dann so ein Teil übrig ist? Boah, das wird 100% passieren. Ich schmeiß mich da drüber. Ach du Scheiße, ich muss nur noch Scheiben einbauen. Oder? Wie jetzt? Also ein paar Sachen sind hier schon vorgefertigt, würde ich sagen. Wenz, wir sind gleich fertig, wir kommen gleich helfen. Ja, wäre nett, wenn ihr mir am Ende helft. Ja, was ist das denn? Okay. Zack. Nö. Ja doch. Ja, doch und nö. Perfekt. Muss der irgendwie stabil sein, oder? Wenn diese ganzen kleinen Teile hier wechseln. Ja, hat man ehrlich. Was ist das? Ah, Gürtel. Ich brauche eine dünne, lange Platte hier. Zack. Ich blätter mal um, ne? Das setzt sich jetzt vorne einfach ran, oder was, Vati? Mhm. Ja, sehr nice. Es wird mir auch langsam warm, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe hier irgendeinen Schritt vergessen. Nee, da nicht. Zu dem Punkt komme ich auch noch irgendwann einmal. Nee, ich dachte gerade, aber hier ist das, glaube ich, oder? Zwei davon. Ja, das ist das. Zwei hier hin. Und zwei kleine. So. Zack. Und zack. Dann ein Vierer. Passt das, wenn ich so rede, ganze Zeit? Ja, oder? Finde ich vollkommen okay, Junge. Ich mag deine Stimme. Kommst du hinterher? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Der kann nicht nebenbei quatschen, Junge. Sonst baut der aus dem LKW wirklich noch einen Bus. Das Teil habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Was denn? Dieses hier. Das ist rund, oder was? Und das sind sechs einzelne Muff. Perfekt. Gut beschrieben. Sieht so aus, als wäre das ein langes Teil. Ja. Eins, zwei, drei. Das Ding. Vier, ja. Fünf. Na, meinen Sie? Sieht schon stark aus. Wird langsam, ne? Sechs. So, hat den Spaß. Nee. Kann das sein, dass du mir einen Teil weggenommen hast? Ich musste auf Nummer sicher gehen, ja. Das wäre wirklich perfekt, wenn bei mir ein Teil fehlt. Suchst du von den Sechsern oder was? Nee. Diesen Motor. Oder ich muss mal besser gucken. Zack. Jetzt komme ich. Das sind jetzt die einfachen Schritte. Ja, hätte ich auch zwei Jungs zu Hause, würde ich das auch können. Vor allem der zweite, der baut schon richtig gut. Ja. Ich
immer Angst, wenn ich das drauf drücke, dass auch einmal BAM macht. Mittlerweile vorsichtig, das ist hier alles noch nicht so stabil, wie ich mir das vorstelle. Aber so weit hinten dran bin ich gar nicht, oder? Du bist richtig gut im Rennen, Junge. Ich auch. Wie sieht's bei dir aus, Renzi? Zeig mal. Renzi macht auch mit. Ja, okay, wird er langsam. Sieht doch gut aus. Wird zwar nicht für dein Ziel reichen, aber. Habe ich jetzt Vorsprung gelassen und dann komme ich am Ende. Hier sind ja nicht mal die Fensterscheiben drin. Ich glaube, sehe ich gerade. Doch, die sind da drin. Muss mal gucken, bei mir waren sie drin. Ja, doch. Das ist halt das. Aber hier steht 2-1. Ja, ja, ich weiß. Boah, stell dir mal vor, du hättest das ohne Anleitung anbauen müssen. Das hätte bestimmt richtig gut funktioniert. Weil so von außen siehst du auch ganz gut, was da dran ist. Aber die zusammenpassenden, die stecken schon manchmal zusammen. War das bei dir auch so? Ja, nee. Bei mir sind so, hier stecken manchmal andere Dinger zusammen, die gar nicht so zusammengehören. Ehrlich? Ja. Ich glaube, hier wollte jemand was Gutes bei mir. Zack. Und zack. Nee. Meine Netze. Ah, doch. 6 solche Teile hier. Was fehlt hier bei mir? Ich denke mal, das wird jetzt. Nein! Was? Nee, doch nicht. Hä? Also, mich würde das motivieren, Renz. Ich komme noch. Von da drüben. Hä, wie, was? Mir fehlt irgendwas. Also das, aha. Das sind nur Probleme da drüben. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich brauche nämlich 2 Stück davon. Muss den hier ransetzen. Oh, das ist ein ekliger Baustein, oder? Das hat es bestimmt bei dir auch was Krach gemacht. Guck mal, Renzi, hier, Junge. Guck dir mal an. So soll es aussehen. So, aber jetzt nicht austauschen. Wir bräuchten jetzt Vorlage. Oh, alle, Schornstein schon abgefallen. Das Ding muss nur dastehen, ne? Muss nicht fahren, oder? Ob um Punkte oder im Pokal, wir Fans sind da in großer Zahl. Wir verpassen nie ein Spiel, Fußball wird uns nie zu viel. Schon vor dem Stadiontor singt unser Riesenchor. Dynamo, Dynamo, wir stehen zu unserer Mannschaft, ist doch klar. Wir sind der 12. Mann, auf uns kommt's heute an. Du hast so eine engelsgleiche Stimme. Und alle singen mit und schreien, so drücken wir den Ball hinein. Yeah! Ich krieg dieses Scheißteil hier nicht rein. Gibt's hier so einen, gibt's hier so einen Remover irgendwie, dass man die Dinger wieder abkriegt? Ich hab grad Temperatur, Hitzungswallung plus 100 Euro. Ah. So, normale Körner zusammennehmen. Hadi, mach mal ein bisschen ruhig jetzt. Ja, ich hab hier schon keine Spannung mehr, dass ich das Teil hier gewinnen kann. Ich hab hier schon was verbaut. Ich krieg dieses Teil nicht rein. Ja, jetzt mal ohne Spaß. Kannst du mir kurz bitte behilflich... Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich lass Renzi. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Ich lass Renzi noch ein bisschen reinkommen. Das Ding ist, ich finde wieder einen Teil nicht. Jetzt versuch mal bitte wirklich reinzudrücken. Ich krieg's wirklich nicht hin. Aber wieso ich dreh wirklich gleich durch. Mich macht das schon wieder so sauer, dass ihr, wenn du es jetzt gleich beim ersten Atemzug hinbekommst, ne? Oh. Dein Häuschen, jetzt fällt dir wirklich auch nochmal. Weiter geht's, Junge. Immer weiter. Danke. Kann immer lernen. Perfekt. Immer dazulernen. Zum Glück habe ich eine halbe Stunde dran gesessen. So, weiter geht's. Zack. Zack. Ich lasse dich sogar als erstes die Klingel läuten. Danke, Marc. Danke, danke. Das ist
dem alten Mann den Vortritt. Ich brauche nur noch so ein Ding hier, wie man wieder was falsch gebaut hat, das wieder abkriegt. Ja. Guck mal, der hat das auch nicht richtig. So. Und jetzt habe ich euch extra ein Stück rankommen lassen. Ja, ich bin nicht groß vorangekommen. So, Marti. Geh danach auf jeden Fall erstmal in Ruhe duschen. Ja. Drei lange, ich auch. Drei lange. Eins. Zwei. Drei. Damn. Dann die Seitenspiegel brauche ich jetzt. Ja, ich bin auch gerade bei den Seitenspiegeln. Na, siehst du, da ist er schon wieder. Nee, aber er. Wie geht denn das? Fortgeschrittener aus. Bist du nicht bei den Seitenspiegeln? Eine Seite überblättert. Du bist bei den. Du meinst hier den Auspuff oder vom Truck? Nein, man hier. Fenster meine ich. Ja, okay, passt. Kann man schon mal verwechseln. Sorry. Und du hast einen Führerschein, oder Renz? Oder hast du keinen? Ich habe am 17. Prüfung. Bin wenig aufgeregt. Nein. Das ist schon mal jetzt hier Testphase, Junge. Für Prüfungssituation, Konzentration. Also, Generalprobe läuft auf jeden Fall anscheinend schief. Kann sie nur besser werden. Ja, ist doch gut, Junge. Aber warum sind die Seitenspiegel verkehrt rum an dem Teil hier gebaut? Du hast die. Sollen das Seitenspiegel sein, oder? Mhm. Aber warum sind die so dran? Das ergibt gar keinen Sinn. Naja, das soll halt wahrscheinlich von außen das Gehäuse darstellen, das schwarz und hier innen so ein bisschen. Okay. Das innen ist der Spiegel. Kannst du noch ein bisschen Alufolie reinkleben? Oh. So. Jetzt solche zwei kleinen Eins. Harti, du musst mir auch helfen hier. Ja. Wobei? Du hast mir auch dabei geholfen, das hier ranzubekommen jetzt. Alter, warte mal, ich muss jetzt mal ein bisschen wieder zulegen. Der Renz kommt langsam. Zack, zack. Jetzt hab ich ein bisschen. Ich blätter um jetzt, Renz. Okay. Lass dir Zeit, Harti, ne? Danke. Oh, ich sehe beim Harti schon was falsch. Ja. Wird das ganz genau kontrolliert dann, ob der richtig gebaut worden ist? Natürlich. Ach Marv, jetzt wenn du mich damit aus der Ruhe bringen könntest. Du. Fertig? Nee. Ja, ich guck da nochmal bei dir, Junge. Ja. Scheiße, ich hab's falsch. Schade. Hast du wirklich gedacht, ich mach was falsch? Aber bei mir ist es drin. Ja, da gehört noch so ein Vierer drunter. Muss man mal gucken. So ein gelber. Mist! Ich dachte, jetzt hab ich. Aber hier steht er doch. Marv, du weißt schon, ich komm jetzt. Jawohl, jetzt gibt's nochmal Spannung hier. Wo? Wo kommst du noch? Ich sehe nichts. Stolz auf mich. Es rollt wenigstens schon mal. Guck mal, Friends. Ja, mir rollt. Junge, so weit ist er wirklich nicht mehr hinter dir. Ich glaube nicht so. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber du bist auch nicht mehr weit vorne. Nee, warte. Ich baue gleich noch den Bus zusammen. 2, 4, 6. Zack.
Weil jetzt, pass mal auf, Hadi. Mannschaftsbus, kenne ich mich aus. Ich bin eher so der LKW-Fahrer. Nee, das kann nicht sein. 6 und 12. 4. Der Mannschaftsbus ist einfacher, oder, Hatti? Ja, zumindest ist er kleiner. Also hinten ist die ganze Mannschaft. Ja. Ich denke, ich hätte auch das Stadion geschafft. Der Mannschaftsbus, Zeit, wo ihr den, alles klar, der Mannschaftsbus. Den LKW-Bus baut. Möglich. Ich blätter um, Renz. Okay. Ach du meine Güte, jetzt. 10er, 2, 4, 6, 8, 10. Draufgesetzt, drangesetzt, sicher gemacht. Noch ein Zehner dahinter gleich, oder was? Ja. Mal auf, guck mal. Uiuiuiui. Jetzt wird's natürlich brutal, der Druck. Ich bin gespannt, ob du damit umgehen kannst, Marv. Auf dem Platz würde ich sagen, ja, aber... Druck, den du hast, mit dem du klarkommen musst. Rins? Guck mal. Ich war irgendwie ein bisschen verunsichern. 4 davon. 1, 2, 3. 4. 4 von den 2. Ja, das war wirklich gerade das, was ich dachte. Bleib ruhig, Junge. Ich hab einen Fehler gemacht, glaube ich. Ja? Ja. Tja, dann wird Renzi dich wohl gleich kriegen. Nee. Doch. Der ist richtig eng drauf. Hör auf damit. Wenn man überlegt, wie viel Rückstand der am Anfang hatte, ist es schon nicht so schlecht, was er jetzt macht, Junge. Never give up. Stark, Junge. Stark. Auf, ich blätter. Ich verstehe es immer nicht. Das ist mir. Hoch. Hoch. 2. Ja, wenn man halt wüsste, oh, ne, was man hier gerade baut dort hinten dran, dann würde das auch Sinn machen. Du baust die Tür da hinten. Ja. Habe ich auch gerade gemerkt. Dachte gerade, hä, warum muss denn das sich bewegen? Ach, Marv. Warte mal, Renz, hast du das Teil so gebaut da? Nein, ist ein Alter, Gott sei Dank, schon so raus. Ui. Aber warte mal, hör mal auf, von Hartmann die Teile dort anzugucken. Okay, du hast kannst ja auch was mit doch. Nee, hör auf. Ich bin auch unsicher, ob ich die richtigen Sachen hier überhaupt nehme. Ich auch. Ah, nee, ich muss nochmal alles auseinanderbauen. Ah, die ist ja kein Gegner. Mit dem spiele ich nie wieder Bausteine. Ich dachte, wir treffen uns hier zum Spaß ab. Oh Mann. Der Harti nimmt das hier komplett ernst. Ich erzähle, dass ich gestern erst so ein Ding gekauft habe. Ja, hundertprozentig war das so. Schnell eingeübt. Als ich gesehen habe, gegen wen ich spiele, war ich, kann ich das Geld gar nicht verzichten. Gleich sparen. Ja, aber mit so einer Aussage, was du halt am Anfang vom Video getätigt hast, ne? Ja, ich habe früher schon gern mal Lego gespielt. Ja. Mein Kleiner fängt auch langsam damit an, aber bis jetzt bauen wir nur Häuser.
Ein Systembaustein meinst du? Lithium-Barbie-Baustein, ja. Lithium-Barbie-Skin, würdest du halt aussehen, sag ich dir. Machen wir nächstes Jahr Weihnachten. Mhm. Okay. So, jetzt rollt das Ding auch. Ja, denke ich auch. Irgendwie musst du gucken, dass du die richtig drauf ziehst, sonst klemmen die manchmal. Nun ja, so, auf geht's. Wilde Fahrt. Marv, du baust gerade deinen Abstand sehr weit zu. Wie bitte? Auf. Ja, ne, ich bin gerade gut drin. Ich bin mir gerade ganz sehr unsicher. War es bei dir auch so? Ja, bei mir war das auch so eklig, ja. Ne? Da war ich mir auch unsicher an der Stelle. Nee, den hier oben brauchst du nicht. Du brauchst nur die beiden. So, jetzt schon hier. Ach, die sind zusammen? Ja, die sind gewesen, musst du das mal machen. Nee. Das ist aber fies, ne? Das steht drüber. Aber was, welches steht jetzt da drüber? Schau mal das hier. Namaste. Ja, geht. Du hast Yoga gemacht, das noch. Oh. Renz, so. Ich blätter um. Okay. Ja, das ist ja jetzt nur noch hier. Ne? 28 davon. Es war, glaube ich, dumm, dass ich am Anfang die Dinger sortiert habe, sonst wäre ich beim Atmen gut dicht aufgenommen. Was hast du sortiert? Die Bausteine, oder? Ja, hier die. Nee, ich habe alles. Nee, ich dachte, das geht so ein bisschen nach Tütenformat. Ah, okay. Klar. Aber das war überhaupt nicht der Fall und deswegen habe ich mich dort ein bisschen, glaube ich, außer Spiel. Ja, kommen wir mit den Ausreden. Was? War schon cool eigentlich hier, ne? Schon geil, das Ding. Ich finde wirklich... Wird so, was? Wenn du das wirklich ja, alleine dann geschafft hast, aufzubauen, ich weiß ja nicht. Du kriegst 50 Euro von mir, wenn du mich ausklingen lässt. Ja, die würde ich nehmen. Da könntest du dich zu Hause auch nicht mehr blicken lassen, glaube ich. Zählst du mal irgendwas, ne? Vom Baustein, dem Client bauen. Schon peinlich, gegen dich zu verlieren, ne? So. Jetzt habe ich noch den Kollegen hier übrig und eine Leuchte. Aber die ist bestimmt hier. Ah, du bist fertig, oder? Das ist bestimmt Zusatz. Ich weiß, wo die. Ich habe das vorhin schon bei dir erkannt, wo die war. Da musst du hier hinten drin. Das so, hier das bist du fertig, oder was? 6 vorne. Ach Gott. Ich habe noch Zeit. Ich blätter nochmal in Ruhe. Ach, guck mal, hier haben wir die Leute. Nee, hier habe ich drin. Hier fehlt auch eine, Harti, ne? So. An dem Teil dran. Ehrlich jetzt. Ach so, na dann ist das vielleicht. Vielleicht ist es die. Im Truck hier. Da haben wir sie doch schon. Schau. Das kannst du klingeln. Nee, ich muss da noch kleben. Werden Sie ruhig, Junge. Ja, vor 16 Uhr gehst du hier heute nicht nach Hause. Hä? Das war da, ist da wieder so eine eklige Platte, wo du Angst hast, dass du alles kaputt machst. Hä? Oder? Ja, merk schon. Ja, das Fiese ist, für die Aufkleber ist gar keine Beschreibung dabei. Ich muss alles Stück für Stück. Ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Nee, glaube ich nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, wenn ich eins nicht kann, dann mit diesem Kleben hier. Ja. Also wenn ich hier beim Kleben dann ne, noch Zeitdruck hätte, wie ihr. Jetzt krumm und schief. Ich finde auch, wir sollten darauf achten, wie es am Ende dann auch aussieht. Auf jeden Fall. So. Setzen wir es mal zum vierten Mal auf.
Renz, wie sieht's denn aus? Gut, bei dir? Ja, auch. Zack. Von der anderen Seite auch die Zähne ran, wenn ich das... Ja. Geht's, Renz? Nein. Nein. Was ist denn los? Ausgebrochen was? Ein bisschen. Vier Leuchten. Eins, zwei. Ey. Bei mir fehlt eine Leuchte. Nimm dir die, die... Das war bestimmt meine hier. Hätte ich vorhin geklaut, um dich ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Also das ist wirklich meine. Nee, ja, ich glaub dir das doch. Hati, bezeuge das bitte. Guck in die Kamera und sag das bitte, dass das wirklich meine war. Die fehlende Leuchte ist die von Marvin. Ich krieg's, jetzt hab ich's. Zack, 4, 4. Wie gesagt, notfalls, wenn irgendwas schief läuft, tauscht doch einfach aus den Anhänger hier mit deinem und fertig. So. Zwei davon. Achso, den Kollegen brauchen wir noch. Komm, den. Dann 2, 4, 6 Leiste, zwei Stück. 2, 4, 6 Leiste. Und klasse. Zwei Achter. Das müssen wir wahrscheinlich am Anfang mit einbauen müssen, ne? Klasse. Geht nicht rein, ne? Nein. Was? Oh. Dann hat der Horst jetzt auch noch das Lenkrad hier kaputt gemacht. Ruhig bleiben, Junge. Nehme ich das jetzt nochmal auseinander? Mm-mm, will ich nicht machen. Will ich schon machen. Komm doch mal her und dann dicke. Warte mal. Ich hab mich jetzt... Hati? Ja, bitte? Irgendwie passt der gut hier nicht rein. Hat der bei dir unten Helm auf? Hm? Passt nicht rein, oder was? Nee. Oh, ich hab ja nichts vergessen. Oder? Also, könntest recht haben können. Jetzt hat er keine Beine mehr. Ja, steck ihn doch so rein. Lass die Beine draußen hängen. Aber wie hast du jetzt das Dach abgenommen? Weiß ich auch nicht. Ohne das ganze Auto auseinander zu pflücken. Bitte nicht, ey. Ah, warte mal, ich weiß glaube wie. Okay. Passt der rein oder passt er nicht rein? Mm-mm. Passt nicht rein. Hast du gemacht jetzt nur Oberkörper oder was? Weiß ich nicht. Ja, Oberkörper. Aber ich glaube, ich habe jetzt gleich das nächste Problem. Das stimmt. Das ist wirklich nur. So. Oh, so leicht. Oh ja, gar nicht so schwer. So, dann bauen wir den ganzen Spaß hier nochmal drauf. Zack, jetzt steht der Uwe Kai da drin. So, war ich denn stehen geblieben? Renz, wie sieht's denn aus? Oh, nicht gut. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe gerade mich hier mit was anderem beschäftigt. Ich bin der Meinung, ich komme eigentlich ganz gut voran jetzt. Bedenke, das Männchen da reinzubauen. Nein. So, was machen wir mit den Beinen? Die fahren hinten im Anhänger mit, Junge. Schöner Menschen. Schöner Menschenhändler hier. So, Spiegel noch einstellen. Lampen ausrichten. Wie sieht's aus? Ach Mann, ey. Ach Mann. Eieiei, das ist richtig spannend bei euch, ne? Nee, ich hab mich hier gerade mit deinem scheiß Männchen beschäftigt da, Mensch. Junge. Renz, ich blätter um. Boah, das ist ja was Ekliges. Der ist genau 3,5 Bausteine vor dir. Nee. 100%. Ich
ist. Uiuiui. Das wird eine enge Geschichte. Hardy, mal eine Frage. Um es richtig spannend zu machen, baue ich hier das Männchen ein, okay? Okay. Ey, wie sieht denn das aus, Junge? Hier ist nichts festgedrückt. Ich komm. Komm, Renzel, jetzt straff dich. Ich setz auf dich. So, jetzt zieh ich an. Jetzt reicht's mir. Jetzt habt ihr mich provoziert. 1, 8, 2, 4, 6, 8. Kommt hier drauf. 2, 4, 6, 8. Kommt hier drauf. La, 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 la. Ich beklebe euch beiden euer Führerhäuschen, okay? Ja, jo. Kannst du machen. Ich gebe mir auch Mühe. Bei mir sollst du Mühe geben. Das kommt nicht, hier drauf. Ja, jetzt werde ich wirklich nervös ein bisschen. Weil ich habe schon wieder... Warum mache ich denn das auch, ehrlich? Die drei Bausteine unter deinem Tisch nicht, ja? Aber Renz hat, glaube ich, den gleichen Fehler gemacht. Ja, 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 ja. So, komm, Marv, jetzt musst du ihn abhängen. Nein! Ja, lass fallen. Hast du genau gerade den gleichen Fehler gemacht? Deswegen bin ich auch gerade. Ihr nehmt euch schon nicht viel, ne? Weil ich mir geguckt habe, ich wusste so, hä? So, jetzt habe ich deinen Truck mit seinem Aufkleber nochmal. Darf ich mir den nehmen? Ja, klar, gerne. Weiß ich, warum das nicht hält. Aha. Aha. Ich schaff das. Du schaffst das, du bist nach vorne. Du musst nur deinen Truck noch ein bisschen finden. Ich bin doch fertig. So, jetzt hast du hier noch ein paar Teilchen übrig. Guck mal, warte. Hab ich hier alles? Ist alles dran, oder? Ja. Was ist das? Schritt 2. Die vier Dinger hier hast du hier vergessen. Komm da hinten, da kannst du noch relativ gut dran bauen. Woran? Ach, unten, oder was? Das Ding musst du noch abmachen. An das Führerhäuschen. Das Ding hier musst du noch abmachen. Ja. Und dann kommen, glaube ich, die vier dran. Aber direkt ans Häuschen dran, ne? Nicht da, wo es jetzt hingebaut ist. Direkt ans Häuschen hinten dran. Nö. Nö. Oh, nö. Oh, doch. Zack, zack, direkt ans Häuschen ran. Renz hat das doch auch vergessen. Also der hat auf jeden Fall noch richtig viele Teile da rumliegen. Ja, okay. Der LKW los war. Fast. Jetzt kann ich auch. Er klebt auf jeden Fall schon mal. Schmeiß den Rest hinten rein. Ey, warte mal kurz. Hier ist irgendwo. Was ist das denn? Ich schaff das. Du hast es einfach gemacht, Junge. Ich denke, wenn er sich jetzt konzentriert. Die beiden Teile kriegst du noch verbaut, Marv. Dann ist das Ding gleich gegessen. Der zweite hat er gewonnen, oder? Du musst deinem Rückstand vom Anfang an hinterherlaufen und nicht reinkommen. Es sei denn, er findet jetzt noch eine Möglichkeit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe so einen Fehler gemacht. Einen Schrott zu entsorgen. Ich habe so einen Fehler gemacht. Gut so, gut so. Jetzt nur die Aufkleber, Marv. Aufkleber, wo sind meine? Ja. Nur die beiden an die Seite. Ich hab's falsch umgebaut. Wenn er jetzt fährt, Junge, und das gerade aufs Klappern hört, dann ist alles gut. Guck mal, mein letzter Sticker. Hallo! Yes! Was? Was? Ist dran, Kelle! Ach, Digga, guck mal, ich hab eh noch einen Fehler am Ende gemacht.
Also ich einfach mal die Türen nach vorne gebaut. Mann. Das war, den Schritt hast du falsch gemacht, als du diese Teile hier oben verbauen musstest, das Dach von dem Hänger. Den Schritt habe ich auch von uns falsch gemacht. Dann hast du alles verkehrt rumgebaut. Mhm. Ja, ich wollte halt Harti gewinnen lassen, ne? Bin ich ehrlich. Ja, und Renz, ne? Renz ist Renz, ne? Ich glaube, Renz ist an seinem Druck zerbrochen, den du dir am Anfang aufgebaut hast. Ja. Die haben beide schon Kinder. Die spielen öfters mit Systembausteinen im Gegensatz zu mir. Deshalb gönne ich denen den Sieg. Sollen die Spaß mit ihren Kindern haben. Und ja. Lächerlich, guck dir das mal an, was du hier gemacht hast. Guck mal, das Ding lässt sich nicht anhängen. Wo ist denn die eigentlich? Ah, hier, die Öffnung ist ja auf der falschen Seite. So. Und daraus kannst du noch einen LKW bauen, Junge. Dabei sein ist alles. Nee, aber wirklich geile Sache gewesen. Auf jeden Fall, Junge. Jetzt fahren wir erstmal rund umher, oder? Ja, also ich gehe mit dem Teil aufs Trainingsgelände. Ich fahr direkt mal ins Stadion rein. Perfekt.